Und damit willkommen zurück zu Allein im Dunkeln oder Alone in the Dark. Wir haben das letzte Puzzleteil für das hier. Das haben wir jetzt hier mal einsetzen. Und jetzt sollte man das irgendwie... Kann man das bewegen? Ja, so sieht es richtig aus. Keine Ahnung, wie man das platzieren soll. Warte mal, das muss vielleicht hier runter... Das hier? Nee. So vielleicht? Nee. So. Und wenn wir das jetzt hier drehen? Macht das Sinn? Nee, ne? Da hat es irgendwas mit der Sonne. So. Ja. Besser. Das könnte auch passen. So vielleicht. Nee. Da oben. Das passt mal hier hin. Ne, das tut's auch nicht. Das muss irgendwie so. Vielleicht. Gibt nicht wirklich Sinn. Wo könntest du hin? Ja, okay. Hast du hier Sinn? Nicht so wirklich. Nee. Bilderrätsel war noch nie so meins. Z, E. Ah. Jetzt kommen wir langsam wohin. Wir brauchen irgendwie so ein Strahle-Ding da. Das da. Nee. Macht keinen Sinn. Hier vielleicht auch nicht. Nee. Oder? Doch, das könnte passen. Dreh mal dich mal. Macht auch keinen Sinn. Passt das besser? Schon, oder? So. Z, E, drehen. Nee. Nicht so wirklich. Das doch vielleicht hier hin. Nee. So. Nee. Das doch da hin. Nö. Was wenn dann... Na, das passt nicht. Das macht so viel mehr Sinn. Nee. Bin ich nicht happy damit. Besser. Ah, okay. Jetzt das hier nochmal drehen. Nö, er ist nicht glücklich.
Was passt dir da nicht? Das passt, das passt, das passt. Doch dahin irgendwie. Das passt aber mit der Sonne nicht. Das sieht halt scheiße aus. Okay. Nee, also die Teile an sich, glaube ich, werden hier und so weit. Das ist nicht. Wir können nicht anders hier. Komm, soll mal auswählen. So, nee. Ich weiß nicht, das sieht für mich richtig aus, aber da oben geht halt nochmal so ein Sonnenstrahl hin. Das da oben hin. Oh, ich hab's. Und jetzt? Was denn? Was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Ja, also High Pressure hier, aber kann nichts machen. Ach so. Ach, stimmt ja. Also wir haben die 7, die 5 und die 9. 7, 5, 9. Probieren wir mal. 7, 5, 9. Oder 5, 7, 9. Nee. Hm. 9, 7, 5. Weinkeller. Der Talisman zeigt einen anderen Raum. Etwas hat sich geöffnet. Okay. Gehen wir zum Weinkeller. Der Weinkeller ist kein Weinkeller mehr. Es hat funktioniert. Ich bin in einem weiteren von Jeremys Träumen. Kann der mal nicht noch was Schönes träumen hier? Keine Gutes. Ja, mach mal kurz einen Screenshot. Gibt's eigentlich einen Fotomodus? Nee, ne, oder? Charakterskins? Kommentar des Game Directors. Sind die Deutsch? Mach dir mal kurz an, schauen, was passiert. Okay. Schauen wir nochmal auf der anderen Seite. Hat sie noch Munition vielleicht? Nee. Ich weiß nicht, wenn das ja richtig gut ist, hätte ich ja schon noch mal Bock,
eventuell nochmal durchzuspielen mit einem anderen Charakter. Soll sich ja lohnen. Also mal hier. Es ist eine Weile her, dass ich zuletzt die Familienkrypta besucht habe. Ich hoffe, in der echten Welt ist sie in einem besseren Zustand. Ja, sieht nicht mehr so gut aus. Und jetzt ganz viel nix. Jetzt wird es ein Talisman hier. Der Segen. Was ist das? Keine Ahnung. Muss vermutlich da hin. Wofür ist das? Drehen. Na bitte. Aha, da haben wir eine Axt. Hier hinten noch etwas. Komm, ihr werdet doch nicht so einen Bereich machen, ohne dass ich hier irgendwelche Gutes nicht kriege. Dazu oder was zum Ablenken. Kiste. Yes. Schieß! Arsch! Mann! Da kriege ich Munition nur, damit ich es dann wieder wegschießen kann. Meine Pistole könnte man eigentlich auch mal durchladen. Ja, Pistole und dann gehen wir auf Nahkampf, wenn es geht. Oh. Ich habe keine Kugeln mehr. Okay. Wir holen uns gerade mal die andere. Scheißviecher. Na, ich will das andere haben. Danke. So, durchladen. Na? Hier gibt es wieder extra Munition. So, nicht zu laut werden. Die sieht aus wie Munition, Mann. Okay, jetzt später weitergehen. Gut. Das ist die Kapelle aus Jeremys Buch. Sieht aus, als bräuchte ich mehr Medaillons, um sie zu öffnen. Ja, Medaillon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich alles habe, was ich brauche. Gut, dann nehme ich es halt wieder mit. Ich höre schon wieder Leute. Na, irgendwelche Goodies hier hinten? Nö. Ja, da hinten läuft schon wieder einer rum. Da ist einer. Oh.
Kommst du zu mir? Dass der mich nicht sieht. So, dann komm mal her. Gut, das hat geklappt. Bist du? Schleichmodus. Ja, aber das jetzt nicht schleichen. Doch, jetzt. Wie kann so ein Vorschlaghammer so schnell kaputt werden? Kommst du zu mir? Dann zwei. Das sind nicht die Schlauesten. Kommst du wieder zurück? Oder machst du da so einen Rundgang? Der macht einen Rundgang. Ja, gib. Ich glaube, ich werde gleich erkannt. Ja. Komm her. Meine Waffe ist kaputt. Klasse. Klasse. Komm, schieß. Schieß. Alter, scheiße, geh. Geh, verdammt doch mal! Olli! Geh! Das... Ey, das gibt's doch nicht! Ah! Ah, das erste Mal gestorben hier drin. Ich konnte mich nicht bewegen. Oh, hä? Wo sind wir denn jetzt? Nee! Kann ich den Sch... Oh Mann. So, komm raus. Gut, Leute, ich glaube, wir machen das so, dass ich jetzt nochmal zu dem gleichen Ort da hinten nochmal hinspiele und dann sehen wir uns gleich wieder, weil ihr müsst es ja nicht zweimal sehen. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. An der Stelle, wo ich vorher gestorben bin. Die zwei Dudes da sind tot. Und jetzt können wir hier reingehen. Wo bestimmt keine Überraschung auf uns lauert. Natürlich. Munition, geil. Bin ich eigentlich durchgeladen? Ja. Jetzt keine Goodies. Kann ich nicht so ein Kerzenteil verwenden als Waffe? Na, ist der Boden wieder Lava? Was ist das? Cemetery. Has a lot of narrow maze-like passages mixed with the Entwickler-Dinger. This is to add contrast and also keep an organic theme going without it being or feeling forced.
Na? Kommt ihr? Wo soll ich zuerst rennen? Was haben wir hier? Munition. Toll, hat's er gebracht. Oh, Gesundheit. Wir sind voll. Gut, dann nochmal. Geschmackig. Warum ruckelt's hier? Kommst du da raus? Wetten, dass da noch rauskommt? Und auch. Okay, noch so ein Teil. Jetzt wieder nach oben. So, mal hier. Jumpscare? Nee. Schön leise. Yes. Okay, mal kurz gucken. Munition. Passt alles. Bleib mal ein bisschen bei der Schrotflinte. Oh, und auch. Fuck. Schieß! Schieß! Alter! Danke, Schrotflinte. So, von da sind wir gekommen. Audio kommt. Oh, Helf. Schau mal aus mit der Helf. Kannst du mal kurz zielen, bitte? Na komm. Machen wir uns mal kurz voll. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Von wo? Ne, wir sind von da gekommen. Dann sind wir da rein. Warte mal. Sind wir von da raus? Und erst dann da? Okay, wir müssen einfach hier weiter. Aha. Hey, Kollege. Alles klar? Schieß! Scheiße! Ich habe keine Kugeln mehr. Ja, dann Waffe wechseln. Alla. Aber wenn du im Spiel keine Munition mehr hast, bist du echt gefickt, ne? Kruzifix. Als Waffe. Mit Pistolen mit so bin ich voll, der geil. Geil.
Gut. Ja, wo muss ich denn dann hin? War ich hier drin? Oh, nee, hier war ich noch nicht. Merken wir uns mal, dass da hinten noch die Munition ist. Die Pistolen. Und hier auch. Okay. Södele! Und jetzt? Beide vielleicht so nach oben? Jo. Er baut so einen Scheiß. Hat so ein bisschen was wie zu diesen unterirdischen Katakomben da in Frankreich, in Paris. Kann man sich hier besichtigen. Gehen ja teils Kilometer lang. Hätte ich jetzt fast übersehen. Geil. Schrotflinte. Gut. Pistole. Wenn wir da noch extra Munition haben. Beziehungsweise jetzt erst mal das Kreuz. Erschlagen von der Heiligkeit. Wow. Fuck, 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 fuck. Scheiße! Also das war jetzt echt unfair. So. Wo hast du denn zuletzt gespeichert? Wo bin ich? Ach, hier. Okay. Ah, jetzt weiß ich ja schon, was kommt. Dann gehen wir gerade mal direkt auf die Schrotflinte. Das war Munition holen. Ach du Scheiße, ich glaube, wir müssen rennen. Ja, dann lauf! Lauf! Die Steuerung ist so ab und zu mal ein bisschen meh. Gut, also straight laufen. Aber Schatzmunition mitnehmen. Hä? Wo ist das zweite? Hä? Was ist das für ein Beschiss? Ja, gut, was soll's. Okay, wir laufen. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf.
War's das? Kommen die? Okay, da hinten war noch irgendwas zum Aufnehmen. Ja, geil. Mann, das Event war echt beschissen. Fragst du meinen Freund, wer zündet eigentlich die ganzen Kerzen an und maintaint die? Das Opfer. Na bitte. Jo, also den Keller kann ich jetzt nicht so empfehlen. Ist nicht so gastfreundschaftlich da unten. Ich habe es rausgeschafft. Na ja, Gott sei Dank. Ja, hätten wir da von Anfang an reingehen können? Dann schauen wir doch mal, was wir hinter der Spaßtür haben. Wo ist die Tür? Nee, das ist ganz woanders. Gut. Gute Frage. Vermutlich so. Einmal drehen, so vielleicht. Ja, eigentlich sieht es nicht falsch aus, ne? Na, ah, jetzt nimmt er sie wieder weg. Nein, oh. Das ist falsch. Du vielleicht nach oben. So. Nein. Oh. Na, du musst nach rechts. So, und wenn wir dich jetzt hier gerade machen. Ja, du musst nach links unten. So. Oha. Emily, bist du das? Jeremy. Was machst du denn hier? Du klangst in einem Brief so traurig. Ich bin hier, um dich wegzubringen. Ich kann nicht glauben, dass ich so etwas Dummes getan habe. Ich wollte doch nur, dass du von hier wegbleibst. Was meinst du? Ich habe einen Pakt mit dem Schattenmann. Um New Orleans zu beschützen mit meinem Leben als Opfergabe. Der Schattenmann ist nicht echt, Jeremy. Er kann dir überhaupt nichts tun. Was glaubst du, warum das alles hier passiert? Warum glaubst du meinen Worten nicht? Gut. Dann lass mich helfen. Sei nicht dumm. Er wird dich neben mir für immer in seinem versunkenen Tempel begraben. Ist mir egal. Ich finde einen Weg. Ich habe auch einen Talisman und ich weiß von Taroe. Nein, nicht reden. Wer ist da? Zeigen Sie sich. Du kennst ihn, Emily. Er nahm dir deinen Großvater. Nein, im Ernst. Wer ist da? Ich spüre, dass da jemand ist. Emily! Taroya, warum willst du da hin, Jeremy? Ist das jetzt die einzige Frage, die du hast? Äh.
Okay. Ich habe in der letzten Zeit so viele seltsame Vorkommnisse gesehen. Erinnerungen drängen sich in die Realität und brennen dann aus wie müde Glühdrähte in elektrischen Lampen. Traumlandschaften stürzen von den Sternen herab und versinken im Meer. Türen, die ins Nirgendwo führen und zugleich überall hin. Bei all dieser Träumerei wollte ich daran glauben, dass es eine Chance gäbe, dass du einen Weg finden könntest, am Leben zu bleiben. Einen Weg, den ich nicht sehen kann. Genau wie ich gelernt habe, mit meinem Talisman zu navigieren, kanntest du vielleicht mit all deinem Wissen einen Weg. Einen Weg, mich wiederzufinden. Vielleicht in Taroea. In Liebe, Jeremy. Traurig. Kofferschlüssel. Okay. Ich muss mehr über Jeremys Pakt mit dem Schattenmann herausfinden. Er wollte nach Taroea. Vielleicht finde ich dort etwas, was mir helfen kann. Kann ich da noch mal was machen? Sie war wunderschön. Ich frage mich, was mit ihr geschehen ist. So, was hat der Entwickler dazu zu sagen? In contrast to Baptiste's room, which is very simple and rough, we have Perose's room, the opera singer, and she is very vain and she is focusing much on her beauty. And we have the centerpiece of the bed with the bed canopy, and we try to get as much as possible of the music into her set dressing, and of course some of the furnitures are Italian inspired, and her colors would be terracotta and cream and earthy. Okay. Ja, Gott sei Dank sind wir da gerade in der Nähe von Jeremys Raum. Gehen wir ganz normal rein oder passiert wieder was? Okay, wir kommen ganz normal rein. Aha, das ist die Linse. Das ist die Linse für ein Teleskop. Warum sollte er die hier wegschließen? Um uns zu schützen, I guess. Gehen wir mal rüber. Dum di dum di dum di dum di dum. Dö. Nee, falsch. Wir mussten da lang. Kann doch. Oder auch nicht. In jedem Raum hat es jetzt da eine Def. So ein Dev-Ding. Sag mal, ist das verwirrt wegen den Dev-Sachen? Barrow-Linse. Ich bin mir jetzt so sicher, wie es einstellen soll. Hab ich Hops? Nee. Jetzt. Oh, cool. Oh. Sieht gar nicht mehr so dumm. Komm doch. Das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an Hogwarts Legacy. Ich weiß nicht wieso. Die Figuren sind gruselig. So, drei. Ein Rätsel.
Die zwei, glaube ich, können schon mal zusammen. Na. Das scheint nicht ganz richtig zu sein. Ach, die Teile kann man ja auch noch drehen, oder? Teil bewegen, wie es. Nee. Ah, wird schon besser. Ja. 947. Oh. Moment, was passiert hier? Es gibt von alleine die Zahlen ein? Okay, toll. Also, wo ist das? Autoreisemodus hier. Okay. Ja, der Radio ist im Arsch. So, gute Frage. Wo ist das? Warte mal, ich mach mal diese Deftinger hier wieder aus. So. Hier war das ja nirgendwo, oder? Kann ich eigentlich jetzt hier hoch? Nee. Hier. Wo könnte das gewesen sein? Warte mal, gab es da nicht diesen einen Speiseraum? Ich glaube, der war irgendwo oben. Warte mal. Wohnzimmer. Erkundet abgeschlossen. Dachboden kommen wir nicht hin. Keine Saloon, Bibliothek, großes Saloon, Esszimmer. Esszimmer vielleicht. Das war hier hinten, glaube ich. Ja. Ha! Na bitte. Was? Also. Jetzt raus? Ah, so. Oh, Kapitel 3. Geil. Sie hätte nicht kommen sollen, Emily. Sie wissen meinen Namen? Kennen wir uns? Das könnte man sagen. Als die Manifestation von Jeremys tiefstem Verlangen, bin ich Ihnen nicht bekannt. Aber ich weiß von Ihnen. Sind Sie Jeremy? Wollen Sie das sagen? Ich bin nur seine unbewussten Gedanken. Ich kann nicht gänzlich für ihn sprechen. Warum haben Sie einen spanischen Akzent? Und wo sind wir hier? Ist das Tarroea? Dies ist wirklich der legendäre Konvent von Tarroea, wo Jeremy während seiner Sitzungen mit Dr. Gray Zuflucht sucht. Also alles Einbildung. Beruhend auf Gelesenem und Gesehenem. Und dazu gehören Sie? Ja. Mein Name ist Juan Luis Jorge. Jeremy las einst ein Buch von mir. Es prägte ihn. Helfen Sie mir, den Pakt des Schattenmanns zu brechen, um hier wegzugehen? Jeremy will das nicht. Er will sein Versprechen an den Schattenmann halten. Warum? Was bringt das? Ich verstehe nicht, was der Pakt soll. Die Menschen von Drefeto rufen eine böse Präsenz in diese Welt. Ihr Onkel gab dem Schattenmann seine Seele, um den Schaden einzugrenzen. Was? Nein, das ergibt keinen Sinn. Der Pakt erfüllt sich im Morgengrauen. Wenn die Sonne dämmert, wird Jeremy für immer im versunkenen Wüstentempel eingemauert. Wie versprochen.
wird der Schattenmann das Böse in der Theto eindämmen und aushungern. Und die Patienten und das Personal? Sie werden keine Chance haben. Das darf nicht geschehen. Wie konnte Jeremy zustimmen? Aus Verzweiflung natürlich. Jeremy wurde nicht leichtfertig zum Märtyrer. Aber noch ist nichts verloren. Ich bin sicher, ich kann den Pakt brechen und Jeremy retten. Und hoffentlich auch alle in Dorsedo. Was ist dieses Böse überhaupt? Ich weiß nicht viel. Ich glaube, ein Albtraumwesen aus dem Bayou. Darum muss ich mich später kümmern. Erst muss ich Jeremy vor dem Pakt bewahren. Was? Keine Widerrede mehr? Nein, Sie sind eine Inspiration, Miss Emily. Jeremys Gefühle mal beiseite. Müsste ich sagen, dass Sie recht haben. Wirklich? Vielleicht können Sie den alten Mann vor sich selbst retten. Ich denke, Sie sollten in die Konventsbibliothek gehen, um die Wahrheit über Jeremy und den Schattenmann herauszubekommen. Okay. Sie sollten wissen, dass Sie dort nicht allein sein werden. Der Schattenmann studiert all diese Bücher seit Jahren. Er ist hier? Sie müssen sehr gut aufpassen. Natürlich. Ich passe auf. Viel Glück, Miss Emily. Das ist alles sehr strange, was hier abgeht. Ich könnte mit ihm nochmal quatschen. Ich mag's hier. Kann man hier bleiben? Also. Ja, doch. Würde ich jetzt Urlaub machen hier. Okay. Liebe Leute, wir sind schon wieder an der Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.